Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So. Was müssen wir jetzt machen? Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben das Herzteil geholt. Haben wir die Maske? Hab ich die schon abgegeben? Ja. Stimmt, ich muss wieder zum Dings, ne? Zu dem Typen. Gehen wir da über den Wald hin, oder? Nee. Wir gehen jetzt hier bei Goronia einfach den Weg runter. Oder? Ja, doch, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ist am schnellsten, schätze ich. Und wir holen uns vorher nochmal. Ah, wir brauchen Geld. Oh Mann, meine Stimme kackt ein bisschen ab, ey. So, Muss ich nicht einfach sogar hier runter hüpfen? Nee, ne? Nee. Och Gottchen, ey. Ich bin gerade überlegen, ob wir auf Goron, auf dem Todesberg hier jetzt bei den Goronen irgendwas vergessen haben, aber ich glaube nicht. Oh lol. Geh weg. Okay, gut. Ich kann es euch nochmal zeigen. Hier ist eine Dings drin. Eine goldene Skulptur, an die wir leider nicht rankommen. Denn die ist ein bisschen zu weit oben. Wie ihr seht. Kommen wir leider nicht ran. Dafür brauchen wir den Boomerang und den haben wir noch nicht. Den bekommen wir erst später. Ich kann nochmal nachgucken, ob wir jetzt irgendwie. Nein, wir waren bei 10 erst da, ne? Ich glaube, bei 15 gibt es das nächste Upgrade irgendwie. Irgendein Upgrade. Glaube ich. Ja, schätze ich jetzt einfach mal. Was hat der hier eigentlich zu sagen? Hallo? Hallo? Menschen sind widerlich. Ach ja. Stimmt, Menschen sind widerlich. Das sagt er. Okay, gut. Wir müssen Maske abgeben. Wir haben wenig Rubine, ne? Das ist ein bisschen unlucky eigentlich. Ach Mensch. Aber wir haben eh noch ein bisschen Zeit, bevor es Tag wird. Und nachts können wir eh nicht ins Schloss rein. Beziehungsweise, in die Stadt rein. Weil die Tore ja hochgezogen sind. Ja, als ob du jetzt hier auftauchst. Und du auch. Geh weg. Du auch. Was ist denn das? Okay. Einfach dran vorbeigeschlichen, nice. Ja, wir kaufen uns jetzt hoffentlich, wenn der Typ überhaupt da ist, und es ist Tag geworden, nice, ein paar Wundererbsen. Wie es aussieht, ist der Typ gar nicht da. Oh, diese Eule, ne? Diese Eule. Ja, ich hasse diese Eule. Direkt vor dir liegt dieses, das Zora-Reich. Zoras dienen der königlichen Familie. Yeah. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Ja. Ach nö. Dass ich da das Lied spielen soll, dachte ich jetzt gar nicht so. Ach Mensch, die Säule ist so nervig, ne? Wieso? Also, er ist da. Er ist da. Da seht ihr ihn. Wir werden ihn. Oh, nice. Haha. Kann ich hier nicht auch eine Bombe legen oder muss ich hier was anderes legen? Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, es ist keine Bombe. Okay. So. Hallo, du Typ. Gib mir mal deine Wundererbsen. Wundererbsen gefährlich? Ja, sie geht nicht besonders gut, aber wie wäre es mit 10 Rubine? Das Stück. Jo, klar. Und die Rubine bei dem Typen werden immer um 10 Rubine teurer. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal eins für 20 kaufen. Und mehr können wir da nicht holen.
Und ich bin gerade im Überlegen, wo sind die wichtigen Orte, um die zu pflanzen? Einmal... Da können wir später sogar hin. Das ist kein Ding. Ist hier nicht nachts sogar eine Skulptur dran? Oder auch tagsüber? Nein, auch tagsüber. Nice. Oh, schöne Sache. Gut, dann gehen wir auch gleich nochmal nach Kakariko. Um zu gucken, ob wir bei 15 Skulpturas schon ein neues Upgrade kriegen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Mach den Wirbel. Ich krieg das mit dem Wirbel nicht hin. Nee. Bombe. Nice. Gut, dann gehen wir die Maske jetzt erstmal ab. Dann bekommen wir... Stimmt. Dann bekommen wir die Grabsuchermaske. Also die sieht so aus wie Boris. Und so ein Kind auf dem Friedhof will ja so gerne sein wie Boris. Und dann müssen wir dem die halt die Maske geben. Das heißt, wir müssen eh nochmal nach Kakariko. Also müssen wir tagsüber machen, ne? Denn sonst ist der Kleine nicht mehr da. Ja, damn. Hoffentlich vergeht die Zeit einfach nicht so schnell. Dann können wir uns hier oben gleich nochmal ein bisschen Geld schnappen, um nochmal ein paar mehr Rubine zu bekommen. Damit wir vielleicht uns noch eine Wundererbse kaufen können. Also ich weiß auf jeden Fall von 200%, die ich setzen muss, um Herzteil zu bekommen. Glaub, ja doch. Aber das eine können wir jetzt noch nicht machen. Und das andere... Wo war das andere jetzt, hä? Jetzt bin ich... Warte mal. Moment. Das können wir nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Das könnten wir schon machen, genau. Ja, eins können wir schon machen. Großartig, du hast sie verkauft, yeah! Ja, ach ja. Der will ja auch nochmal 20 Rubine, stimmt. Geistermaske. Ja. Ist schon... Geil, ne? Sieht schon richtig geil aus. Genau, ich glaube, wir machen gleich erstmal weiter mit der Story. Ich glaube, das wollt ihr auch lieber. Das ist nämlich sonst... Ja, doch. Doch, doch, doch. Machen wir gleich mal. Auch wenn das zum Spiel halt dazu gehört, ne? Wir müssen halt die ganzen Sachen machen. Ich weiß gar nicht, ob wir von dem Typen überhaupt einen Herzteil kriegen. Kriegen wir von dem her? Nein! Ach, komm. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen Geld holen, aber okay, dann nicht. Los, Link, ich schwimm schneller. Ich darf nicht vergessen, dass ich noch ein Herzteil holen muss. Was ich jetzt noch nicht bekommen habe. Weil ich nicht weit genug tauchen kann, beziehungsweise nicht unter Wasser stehen kann. Das können wir auch erst später als Erwachsene. Und das Herzteil, ich weiß gar nicht, kriegen wir bei dem Typen 2? Ich weiß es nicht. Gut, wir geben schnell die Maske ab. Bevor es Nacht wird, bevor es Nacht wird. Okay, nice. Puh. Aber wir haben ja das Lied, ne? Stimmt. Wir haben ja das Lied. Stimmt, 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 stimmt. Ich bin gerade überlegen, was wir in der Mühle nochmal machen konnten. Was konnten wir denn machen? Mussten wir da das Lied, das Song of Storm schon spielen oder nicht? Weil ich bin der Meinung, wir lernen das da erst, oder? Bin ich jetzt vollkommen doof. Sag nichts. Nein. Sag nichts. Seid nicht gemein. Ich weiß es wirklich nicht. Damn. Ist ein bisschen doof, aber egal. Maske abgeben. Hallo, kleiner Boy. Na? Ja, kannst du haben. Du hast die Maske, die dich 30 Rubine gekostet hat, zum gleichen Preis weiterverkauft. Yeah. Ja. Mann, Textboxen, ey. Manche immer so übel schnell, manche eher so übel langsam. Das ist voll nervig. Naja, was machen wir jetzt? Kurz ins Haus der Skulptura. Und ich glaube, dann machen wir wirklich mit der Story weiter. Das heißt, wir gehen zum Sora-Reich. Ja,
Ja, so machen wir das. Die letzte Maske machen wir dann nach den Zoras. Ich glaube, das ist schlauer. So, haben wir hier, der erste ist befreit und sonst ist hier noch keiner weiter befreit, ne? Nee. Okay. Den ersten haben wir schon angesprochen. Wir können aber auf dem Weg zu den Zoras noch einiges machen. Ich glaube... Moment. Leider nicht, aber... Wir können ein bisschen Geld holen. Bin ich der Meinung. Bin der Meinung, wir bekommen da ganz schön viel Geld. Dadurch, dass wir... Ach, seht ihr gleich. Seht ihr gleich. Außerdem bekommen wir noch ein Herzteil. Was man eigentlich nicht so holen sollte, glaube ich. Aber wir uns so holen können. Und zwar mit einem Hühnchen. Können wir uns ein Herzteil da holen, was man eigentlich erst als erwachsener Link bzw. mit dem Boomerang holen soll? Glaube ich. Glaube ich. Ja, glaube ich. Wir können außerdem... Oh, snacken wir uns nochmal, glaube ich, ein paar Rubine von dem Typen. Wundererbsen meine ich. Wieso ist die Eule denn schon wieder da? Sag nicht, die labert jetzt schon wieder das Gleiche. Nicht dein Ernst! Warum ist die denn schon wieder da? Ich war hier doch schon. Weil ich einmal verlassen habe, oder wie? Ist das dumm? Oh, das ist echt dumm. Mann. Oh, dass ich das nicht vorspulen kann, also nicht so schnell wegklicken kann, ey. Das ist so ätzend. Ach, so ätzend, ey. Meine Güte. Ich will den Stein hier noch weghaben, bitte. Danke. So, wir könnten hier eine Wundererbse platzieren. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Ein paar Wundererbsen gefällig. Die werden langsam erlebt. 30 Rubine, ja. Jetzt kostet eine 40 Rubine. So, ein Planten... Ach so, ja, stimmt, da müssen wir... Das müssen wir ja so machen. Zack. Genau. Oh, wie? Nein! Komm ich dagegen an? Nein, komm ich nicht. Scheiße. Okay. Aber hier kann Link wieder hoch. Okay. Hey, wie komme ich denn nochmal rüber? Ach, mit dem Huhn. Lol. Wow, dein Ernst. Wow, ich bin... Wow. Nice. Hühnchen. Dich Huhn wollte ich eh mitnehmen, ne? Zack. Und noch weiter mitnehmen. Ne, 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 ne. Zack. Und zwar das Herzteil da oben. Einmal kurz wegschmeißen, das Hühnchen. So, falls es irgendwie abhauen will oder so, keine Ahnung. Und jetzt können wir nämlich so hin, Huhn loslassen und hier raufklettern. Geil, ne? Und jetzt mit einem schönen Rollsprung das Herzteil holen. Yes! So, Und ich glaube, das Hühnchen können wir halt nochmal weiter mitnehmen. Für etwas. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir. Okay, Part ist noch Zeit. Wir stellen uns jetzt hier gleich hin. Zücken die Ocarina. Und da sind Frösche. Ja, wir müssen jetzt ein paar Lieder spielen und dann wachsen die Frösche immer ein bisschen. Und wir kriegen halt von denen 50 Rubine. Bei jedem gewachsenen Frosch.
Din. Der nächste Frosch ist gewachsen. Wir kriegen wieder 50 Rubine. Und wenn alle Frösche groß sind, dann kriegen wir ein Herzteil. Aber dafür haben wir halt noch nicht mal genug Lieder, glaube ich. Wir haben jetzt hier Zeldas Wiegenlied gespielt, eben Honas Lied, wir haben noch Salias Lied und wir haben noch Hymne der Sonne. Unten rechts, links. Okay, und rechts, unten hoch. Unten rechts, links. Unten rechts, links. Ja, wie gesagt, uns fehlen jetzt noch. Ein Lied fehlt uns dann noch. Haben wir leider keins. Aber wieder 50 Rubine. Und ich glaube, wir machen das jetzt so. Ach komm, egal. Wir kriegen ja nochmal Dings. Mann, rechts, unten, hoch. Und ich glaube immer, der Frosch, bei dem man angefangen hat, also die reagieren ja auf die bestimmten, nee, doch nicht, okay. Hat sich erledigt, ich habe nichts gesagt. Gut, wir sind voll mit Rubinen. Wir haben leider kein weiteres Lied, was wir denen vorspielen können. Das heißt, wir müssen warten, bis wir wieder eins erlernen. Und dann nochmal hingehen. Und ja, wieder ein Lied vorspielen. Und außerdem können wir dann danach noch ein Herzteil bei diesem Frischen holen. Ups. Kannst du mal... Na, okay. Gut. Lol. What? Ich... What? Okay. Konnten wir hier nicht auch noch irgendwie da hoch oder so schon? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie hier hoch und jetzt konnten wir von hier aus nicht irgendwas machen, ne? Was mache ich denn? Ah. Was auch immer das für ein Sinn gerade hatte. Einfach hochgehen. Hatte gerade Lust drauf. Gut, wir sind jetzt immer noch weiter auf dem Weg zu Soras Reich und wir sehen gleich noch ein Herzteil. Was wir uns jetzt aber, glaube ich, noch nicht holen können, ne? Ich bin der Meinung, das können wir nicht holen. Außer wir hätten jetzt das Huhn mitgenommen. Hätten wir nämlich darüber springen können. Mit dem Huhn. Ich glaube, so geht das nicht, oder? Mit Anlauf vielleicht? Und rollen? Nein, es geht so nicht. Okay. Aber ich bin noch nicht gerollt. Gerollen. Gerollt? Bin nicht gerollt. Bin nicht gerollen. Gerollt. Irgendwie so. Gut. Ich habe noch Zeit. Okay. Zeldas Lied spielen. Dim. Warum auch immer sich dadurch der Wasserfall spaltet, ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert. Was, ja, total logisch ist. Und schon sind wir in Soras Reich. Der Weg rechts da hinten hätte zu den verlorenen Wäldern geführt. Aber da können wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Und hier gibt es doch, glaube ich, auch ein Herzteil, ne? Haben wir Dekostäbe? Ja. Sehr gut. Das könnte ich jetzt eigentlich sogar vielleicht noch schaffen. Wenn ich mich beeile. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich versuch's mal. Außer der Typ fängt gleich an zu labern, wenn ich hier bin. Aber dürft ihr eigentlich nicht, oder? So. Einmal anzünden. Nein! Oh. Erstmal kaputt gemacht. Okay, nice. Ist an? Okay, ist an. Super. Wir müssen nämlich jetzt ganz viele Fackeln anzünden. Dadurch öffnen wir, glaube ich, auch den Shop, ne? Stimmt. Erstmal hier eine Fackel. Genau, weiter runterlaufen. Dann hier die Fackel. Die öffnet auch den Shop. Ne, der ist schon offen. Okay. Dann öffnet sie den Shop nicht. Dann hier noch eine Fackel. Und hier hinter dem Wasserfall eine. Zwei sogar, okay. Hä? Habe ich eine Fackel übersehen?
Hä? Hab ich ne... Ist... Oder war ich nicht schnell genug? Eigentlich sollte dann da eine Schatztruhe kommen. Oder habe ich echt eine verpasst? Ich glaube, ich habe eine verpasst. Okay, Leute, dann versuchen wir es im nächsten Part nochmal. Was ist hier unten? Da kommen wir hier, ne? Okay, gut. Dann versuchen wir das im nächsten Part nochmal. Ich stelle mich nochmal oben zu der Fackel hin. Zu der hier. Und gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ah, Finger knacken lassen. Haut rein.